Jetzt aber, Freunde, welcome back. So, ich bin gerade wieder hier im Raum der Wünsche. Ich habe hier Tierdinger gesammelt und so ein Blödsinn halt, ne? Und ja, nach dem letzten Mal haben wir dann noch einen Brief irgendwie bekommen. Von. Ja, irgendwem. Ich glaube von ihr. Ha, da ja. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarder zeigen, wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben. Weil klar, dass wir nichts wieder umsonst kriegen. Aber ich würde sagen. Was will denn sie? Fange eine riesige lila Kröte mit dem Schnappsack. Fange einen Dirikal mit dem Schnappsack. Na super, aber es ist nicht wieder, was ein Dirikal ist oder so. So, wo ist die. Ich sag mal so mit Hogsmeade, ha? Huh? Ich sollte doch irgendwie nach Hogsmeade wegen Mr. Moon, ha? Huh? Wo ist der Scheiß? Keine Ahnung. So. Lass trotzdem nach Hogsmeade gerade. Weil unser Inventar ist auch voll, habe ich hier. Werde ich hier machen? Jetzt schaue ich irgendwie gerade. Hogwarts. Hogwarts. Wie? Dick. Was habe ich gesagt? Scheiße, da wenn ich mir das merken würde, wie man das Ding schreibt, ha? Wie schaut denn das aus? Diri. Diri. Call Location, ha? Scheiß auf Location, aber. Irgend so eine. So eine Art Ente. Okay, schneller aufgehst. Ja, ist ja wurscht. Also so eine Art Ente ist das halt, ne? Ich sage jetzt eigentlich so ein Vogel halt. So, ja, das ist auch Winter. So, bevor wir verkaufen, irgendwas ist angeblich besser, allerdings weiß ich jetzt wieder nicht was, ha? Nein, irgendwas Orange, das war angeblich besser. Nicht. Okay, ich glaube der Hut, ha, yo. Mehr Verteidigung, aber nicht geupgradet und ja, das. Ne? Ja, deswegen. Oh, wie schön Sie wiederzusehen. Ja, erstmal etwas Neues, Junge, ha? Geld scheitert es gerade bei uns nicht so. Wäre echt besser, wenn man halt mehr verkaufen könnte auf einmal, ha? Nicht, dass jetzt so lange dauert, aber. Jetzt haben wir knapp 9000, ha? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Jo, so. Es ist Kobold in der Nähe. Na, aber da kann ich nicht mal her, ne? Na? Aber ich will trotzdem ins 3-Besen. Ich glaube, im 3-Besen waren ja die zwei, ne? Mr. Moon? Keiner da, ha? Ich hoffe, Mary und ihre... Verzeihung, Sir. Ist alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belasten. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arranger. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Nein, habe ich nicht. Spinnen machen mir nichts aus.
Sie wären überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie? Ja, ich mach das schon. Ich werde mein Bestes. Bitte tun Sie das. Wenn Arranger liegt Süd... Egal. Mir hoffentlich einen Questmarker. So, aber warte. Hallo, Sirona. Sie wollten, dass ich nach einer Freundin von Ihnen sehe, richtig? Ja, nach Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield, nördlich von Hogsmeade. Aber das schon? Ihr Mann Aiden ist kürzlich verstorben und sie braucht Hilfe beim Sammeln von Horklumpen. Und vielleicht finden Sie auch meine Briefe. Ah ja, die. Ja, das mit den Briefen, glaube ich, haben wir noch nicht. Revel. Das ist auch wieder irgendeine Höhle, die wir suchen müssen. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Ich komme gleich, mein Freund. Scheiß Mr. Moon, ha? Okay, scheiß drauf, kein Mr. Moon, dann... Sebastian! Ich komme. Sebastian hat Priorität Nummer 1. Weil er ist einfach der Geilste. Da jemand? Alter. Du glaubst nie, was ich erfahre. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Macht Sinn? Ich bereue es, Crucio benutzt zu haben, sicher nicht. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Erzähl! Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Was? Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Oh. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert?
Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Nee. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Tja. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Flüche lernen würden, ha? Und? Das war's jetzt mal irgendwie, ha? Na gut, keine neuen Flüche für uns. Also. Was machen wir denn jetzt? Achso. Ja, warum nicht? Ha, lass ein paar Spinnen töten. Das muss Arantxa sein. Ich sollte mich auf die Suche nach Spinnen machen. Ich glaube, wir haben sie gefunden, ne? Incendio! Defindus! Defundo! Accio! Crucio! Aggressiver als ich dachte. Defindo! Accio! Incendio! Das waren sicher die letzten. Mary! Oh, das sah aber nicht gut aus, ha? Huh? Oh nein, das muss Mary sein. Die Ärzte. Ha. Ich habe wie gewünscht das Spinnengift ausgeliefert. Ich erwarte prompt Bezahlung. Die neuen Spiderlinge in meiner Werkstatt im Keller sind beinahe geschlüpft. Ich kann bald mehr Gift liefern. Nachdem ich für die letzte Lieferung bezahlt wurde, natürlich. Mary. Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr. Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das enden soll. Okay. Revelio. Suche nach dem Nest. Falls Mary die Spinnen hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da. Revelio. Das ist kein gutes Zeichen. Diese Spinnen müssen irgendwo sein. Ist das Ende oder was? Geht's denn weiter? Eine Leiter. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Egal, was mich dort unten erwartet, ich sollte auf alles gefasst sein. Ja, ja. Was soll denn groß sein? Ein paar Spinnen. Was? Eiersäcke. Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Ach, ich weiß nur.
Codeview. Incendio. Komm, spring. Defendo. Protego. Na recht. Kein gutes Gefühl, dass sie mich sehen, aber ich sehe nicht. Revelio. Confringo. Wo ist er hin, der kleine Spider-Man da? Revelio. Ja. Okay, weg ist er, ha? Ich habe endlich den perfekten Ort gefunden, um meine Spinnenkolonie zu züchten, und er war tatsächlich die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Mein Keller, warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Warum hat das eigentlich noch niemand? Meine Spinnen werden groß und stark und ihre Seide wird mich reich machen. Endlich komme ich zu Reichtum, endlich kein Knauser mehr beim Einkaufen der Stadt, das wird fantastisch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie hat die Spinnen gezüchtet. Ja, sie war einfach gierig, ha? Revelio. Wie kommst du zu so einem großen Keller, ha? Die Hälfte ist geschafft. Aber ich muss alle Eiersäcke zerstören. Eiersack, ha? Revelio. Acht Beine sind einfach zu viel. Okay. Das ist der letzte Spinnensack. Na schau. Wenn er den Ursprung, ja. Der Ursprung wird halt eine größere Spinne sein, oder? Keine Ahnung, wie das bei Spinnen irgendwie funktioniert. Ach du Scheiße. Ich hoffe, das ist die letzte Spinne. Wingardium Leviosa. Incendio. Protego. Defendo. Constrictor. Defendo.
Trevelio. Ja, war das wirklich die letzte? Nein. Laut meiner Karte nicht. Rebellion. Nein, halt! Das ist die letzte! Und sie ist wütend! Oh, war ja nicht so schlimm, oder? Rebellion. Ach so. Sind wir fertig? Schränke aktualisiert. Okay. Komm ich da raus, ha? Huh? Ach, ehrlich. Das ist ja auch ein bisschen nervig, ha? Rebellion. Meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Nicht wundern, ich spiele nebenbei am Handy auch, ne? So, wo komme ich raus? Okay, ja komm. Riesenspinnen. Rebellion. Na da. Betrüger. Dachte, sie haben sich schon den Erschwinderinnen angeschlossen. Hallo? Schon gelootet, aber hallo, da waren wir noch nicht drinnen, weil es ist ein Level 3 Schloss. Was haben wir da? Gar nichts, wa? Ehrlich? Oder war ich schon? Weil da kein Schloss ist, oder? Ehrlich? Oder keine Ahnung, vielleicht war ich doch schon drinnen. Was ist das da?
Verzweifelter Brief. An denjenigen, der diesen Brief findet, der hört die Bitten einer Verzweifelter. Wir sind auf einem Dach in Aaronshire gestrandet und werden von einer Flut riesiger und schrecklicher Spinnen heimgesucht. Wir haben weder Zauberstäbe noch andere Mittel zur Flucht. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Ja. Revelio. Es wurde sich darum gekümmert. Du bist widerlich. Revelio. Ja, jetzt müssen wir 100 Spinnen noch töten. Okay, das ist wieder eins von Merlins. Ich weiß nicht genau, die nervt mich auch ein bisschen, aber ich will sie irgendwie machen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. So. Achso, das ist wieder Bälle-Rätsel, ha? Revelio. Akio. Ah, das ist ja relativ einfach, Gott sei Dank. Balloons. Da sehe ich irgendwie so ein Flattervieh auf der Karte markiert. Da haben wir noch ein paar Spiders. Incendio. Gefinger. Confringo. Revelio. Akio. So, wo können die da jetzt hin, ha? Huh? Revelio. Wenn ich dort hin kann, oder? Da war vielleicht. Richtig. Also das nächste. Scheiße. Revelio. Ah, das ist sicher fürs. Nee, da gehört eine fette Kugel rein. Da ist schlecht. Revelio. Sind meine Steine jetzt? Okay, sind die wieder. Weg zurück. Oh mein Gott, oder? Nee, doch nicht. Okay. Da können die da rein. Und da brauchen wir, glaube ich, noch ein drittes, ne? Da war vorher eins, ne? Dort ist das dritte, okay. Aber nur noch die Balls. Die hoffentlich irgendwo das sein werden, ne? Mal schauen. Sehr gut. Ich glaube, wir haben erst, was haben wir? 2, 3, 4 von 10 oder so? Keine Ahnung. So, wo sind meine.
Und sagt er gar nicht, wie viel wir haben, ha? Dann halt nicht. Behalt's für dich. Okay, da haben wir schon 8. Revelio. Ja, na komm, ha. Oder warte, wie weit sind wir gerade weg? Wo müssen wir hin? Achso, noch. Nach Hogsmeade, ne? Reporten, dass die Spiders alle down sind. Und seine alte irgendwie auch, aber hey. Shit happens. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Bärbel. Mr. Dunn, ich habe Neuigkeiten. Merlin sei Dank. Wie geht es, meiner Mary? Tja. Es scheint, als hätte Mary in ihrem Haus Spinnen gezüchtet, um Profit zu schlagen. Und deren Vermehrungsfähigkeit gehörig unterschätzt. Oh, Mary, auf welche Machenschaften hast du dich eingelassen? Wenn sie in finanziellen Nöten war, hätte sie mich doch fragen können. Sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Naja. Sie sollten sich trotzdem darauf vorbereiten. Der Ort muss gründlich gereinigt werden. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde Ihren Laden beim nächsten... Für Mary, die von uns gegangen ist. So. Es ist er. Okay. Können wir es machen? Oh Gott, ey. So gibt es hier immer Ladescreens, hä? Rebellion. Ich glaube, da oben waren wir noch gar nicht, hä? Weiß ich noch nicht. Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäfte tätigt. Mhm. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Wie herablassend. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus, Bubotubler-Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Gegen Bezahlung? Ich versuche, ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Prima! Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubotubler, aber die wachsen wild. Also wirst du ein wenig suchen müssen. Hab ich nicht welche schon? Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los! Zacharissa, was genau sollte ich nochmal tun? Sammle Bubotubler im Verbotenen. Okay, scheinbar habe ich keine, ha? Ja, da kann ich wieder nicht fliegen. Aber warte, was gibt's in dem Haus da irgendwas, ha? Nicht gerade einen Knöterich. So, ich glaube, wir waren eh schon mal dabei hier, ne? Alles unnötig. So, scheiß auf das.
Oha, wir kratzen an den 10k. Kommen Sie gerne wieder. Ist die Frage, ob man noch irgendwie jemals großartig Geld ausgeben, ne? I don't know. Ja, für Ausrüstung vielleicht, ne? Vielleicht. Revelio. Komm, trink! Ins Handy! Revelio! Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Sehe ich auch so. Was sind wir da für Spiders, ha? Huh? Kannst du nicht da oben landen, ha? Scheiße, fahr mit mir einfach so. Jetzt hat er mich gefunden. Revelio. Ein Wort. Confringo. Du hast Trample freigelassen, oder? Das war ein großer Fehler. Defindo. Das war gar nicht so schwer. Stimmt, ja. So wird nicht wirklich einfach. So, sind wir noch nicht fertig. Folge den Spinnen, folge den Spinnen, folge den Spinnen, folge den Spinnen, folge den Spinnen. Revelio. Wo ist denn da einer, oder? Was labert da die ganze Zeit? Wie unter uns, ha? Confringo. Confringo. Incendio. Crucio. Accio. Incendio. Diffuso. Confringo. Revelio.
Revelio. Incendio. Revelio. Scheiß Vierer. So, genug, oder? Laut Zacharissa sind wir hier richtig. Also, wo sind diese Bubu-Tubler? Keine Ahnung. Oh, das riecht grauenhaft. Schau. Zum Glück sind es nur noch vier. Okay, ihr fahrt mal. Na toll. Ein Troll. Und? Ja, noch eh nichts, oder? Das paar Tränke, was haben wir da? Ja, das geht aber echt schnell gerade, ha? Aber hält nur so kurz, das ist echt zart. So, das ist unser letzter. Das sollte reichen. Ich sollte besser zu Zacharissa zurück. Okay. Alles fliegen, ja. Was ist das für Viecher? Na. Das sind die falschen. Das muss die Höhle von Tops sein. Wo? Ich sollte hineingehen. Allerdings, ich hab so keine Ahnung, wer Tops ist, aber. Beware, Spiders. Spinnenhöhle. Extreme Danger, ja, ja. Revelio. Top. Top. Sieg schickt mich. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Revelio.
Rebellion. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Incendio. Rebellion. Was ist das für eine Höhle, ha? Incendio. Was haut mich da? Rebellion. Das wird echt lustig sein für Leute, die so eine Spinnenphobie haben, ha? Weiß ich nicht, wie das, ob sich das bei denen irgendwie auswirkt in dem Spiel. Ich stelle es mir aber irgendwie lustig vor. Ja, weiß. Digge hin, ha? Abgestürzt. War eigentlich gar nicht so geplant. Der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seiner Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Vorsicht vor den Spinnen. Tops. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Confringo! Dangerous to go alone, huh? Wie weit geht's denn da noch in der Kackhöhle, huh? Rebellio. Oh nein.
Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist tops. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig, Tops muss. Armer Tops. Alleingelassen mit den Spinnen. So wäre ich traurig, ha? Erinnert mich an Doggy. Oder wie heißt der Dobby? Rebellion. Okay, das war's das, oder? Confringo! Ich glaube, wir hatten da irgendwie auch noch so einen Weg in der Höhle, aber ich gehe jetzt irgendwie nicht zurück oder irgendwas. Ist da weiter? Nee. Schlecht. Die Quest ist jetzt fertig, ha? Huh? Frage. Tops. Erzähl der Deke von seinem Freund. Oh. Armer Deke, ja? Wir kommen immer nur mit schlechten Nachrichten. Rebellion. Confringo. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Zu Dank, ja? Ist ein bisschen Shortcut mal, wenn wir schon nicht rausporten können. So. Rebellion. Du Bösen! Du bist bei mir! Wie viele Hexen? Du hast was? Holz, Gefilde! Torpedo! Hast du das in deiner Blutfeinschule gelernt? Das hast du im ersten Jahr gelernt! Nein! Okay, einen noch. Und dann noch einmal 100, ha? Rebellion. Jetzt sind wir da unverzeihlich 2. Hört sich interessant an, aber unverzeihlich 3 hört sich sicher noch interessant an. Hat wohl Angst, dir eine anzufangen. Noch eine Höhle, ha? Na gut, wenn wir schon da sind. Rohrklumpen Hollow. Keine Ahnung, was da wieder drin ist. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Achso. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Das sind vorerst alle Rohrklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Confringo! Legendary Kopf. Ich habe einfach das Gefühl, dass die überhaupt nicht mehr besser sind, irgendwie. Bevor sie nicht geupgradet sind. Aber ist sie, glaube ich, eh egal. So, geht's da irgendwo? Nö. Oder da? Na, Wahnsinn. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Platz hier.
Fällt ganz schön was aus, ha? Aber ein stinkender Koloss weniger. Am Ende dann doch nicht. Revelio. Was für ein Ding, ha? Ich muss ihn entweder besiegen oder umgehen. Blätter, braucht auch keine Sau. Contrinko. Wie raus da? Revelio. Da ist noch eine Kiste auf der Karte. Liebe Sirona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetragen, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ach du Scheiße. Das müssen Sironas Briefe sein. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Ja, wie komme ich da? Wo ist die Kiste, ha? Ist die da oben? Scheinbar auf der Minimap ist irgendwie auch so ein Pfeil drauf. Okay, dann. Dann tun wir es, als ob die nicht da wäre, weil ich habe da kein Popping, weil. Auf irgendein grünes Scrap-Teil oder so, ne? Was soll irgendwie sonst drin sein? So, na geil, ha? Haben wir ja ganz schön was erledigt jetzt, wo wir die zwei Höhlen da gefunden haben. Muss ich nicht nachschauen. Höher, 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 höher. Ja. Oxmeat, ha, kann man wieder nicht fliegen. Da runterspringen können wir auch nicht. Menno. So, alle Pickelschüler. Ich habe die Bubo-Tubler gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Ein wenig Mühe war es schon. Von Trollen hattest du nichts gesagt. Ich finde, du solltest mich besser bezahlen. Ein höherer Preis ist wahrscheinlich weniger belastend, als gezwungen zu sein, die hässlichen, fettigen Pusteln unserer pubertierenden Mitschüler zu betrachten. Danke. Und natürlich dein Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Ja. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Freut mich.
500. Freut mich auch. So, was haben wir eigentlich noch? Eine Quest gerade zum Abgeben. Na genau. Drabesen. Da geht nichts. Ist ein bisschen kürzer, glaube ich, auch wenn wir wieder Ladescreens haben. So, finde ich das bei Besen ohne Karte, ha? Die letzte, oder? Nein, immer noch eine. Schau, ne, da mal lauter Dreierschlösser, ha? Alle Homora. Alle Homora. Schaut irgendwie anders jetzt aus, oder? Kann das sein? Irgendwann haben wir gleich noch so ein Demi, so eine Demi-Statue. Was natürlich blöd ist, wenn es Tag ist. Deswegen mache ich es irgendwie gleich einmal Nacht. Ha? Nacht ist eh cooler. Oder ja, 8 von 9 haben wir gerade nur. Also wird er irgendwo noch einer sein. Logisch. Hier scheinbar nicht, ha? Hallo Homora. Eigentlich da. Haben wir schon, ne? Hallo Homora. Ich bin bereit. Ah, das ist echt nervig, ganz ehrlich. Ich meine, komm mal da. Ich verstehe nicht, wieso man sowas auch macht, weißt du? Offensichtlich halt nervig. Und das war's. Wahnsinn, ha? Eine Demigeist-Statue hier oder irgendwas Besonderes? Gott, dann mal auch überall Zeug, ha? Echt schöne Häuser irgendwie designt, ha? Und eigentlich läuft man nur vorbei und beachtet das irgendwie gar nicht so. Könnte von mir auch leer sein und mir wäre es auch egal. Aber nee. Hallo Homora. Hallo, mach auf, ha? Rebellion.
Ach, sehr, was, ha? Alohomora. Revelio. Und das war Laura Paulus. Naja. Nervt mich voll, dass man immer noch so ein Kling hört, ha? Du scheiß Sack da, oder was? Ich wusste, dass das Schmetterlinge von Schätzen angezogen werden. Oh, deswegen vielleicht, ha? Jawohl, irgendein Achievement bekommen. Das haben wir alle. Den Sack da auch. So, lass ihn... Drei Besen, ha? Geben wir ihre Liebesbriefe, ha? Bruce Barber. Ich tue so, als hätte ich die Gerüchte über ihre Beteiligung... Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Und danke für meine Briefe. Passt schon. Das Regal. So, haben wir irgendwelche Sammlungen fertig? Jo, haben wir. Komm. Genau, ha. Nekromantenschutz. Protego-Schild. Maske der rächenden Eule. Gegengift. Jesus, ha. Wenn wir alles nie benutzen, weiß ich jetzt schon. Okay, da sind wir auch ganz gut dabei. Hässlich, hässlich. Erkundung ein bisschen schwach, ha? Aber so, jetzt müssen wir, glaube ich, noch in den Raum der Wünsche wieder mal. Ne? Scheiße, nein. Karte. Unserem Sklavenelfe sagen, dass sein anderer Sklavenfreund tot ist. Wenn er nicht brav putzt. Ne? Ich bin ja froh, dass die Dinger da wenigstens automatisch irgendwie, ne, sich das selber wieder einpflanzen. So, pass auf, wo ist unser Identifizierungsdingens? Ein Hut, ha? Besserer Hut? Glaube ich nicht, oder? Oha, Level 31, ha? Erhöhter Schaden mit Petrificus Totalus. Ja, one-shottet doch eh schon alles, ha? Huh? Ohne Scheiß. So, irgendwie brauche ich da mal einen anderen Skin, eh.
Bin's leid, irgendwie diese Honeyball-Maske da zu sehen. Die ist neu dann, ne? Oh, Wahnsinn. Ach du Scheiße, was ist das? Mach einfach gar keine mal irgendwie, ja? Handschuhe. Erhöhter Zauberschaden während versteckt, ja. Sie sind um nichts besser als meine. Meine sind halt geupgradet, deswegen haben sie halt mehr Verteidigung gerade. Komplett unnötig, wirklich. Aber so, und wo ist unser Elf? Elf, Elf, Elf? Wo ist er? Schlechte News, Bro. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein! Das hat Deke befürchtet, so lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Ja. Jetzt übertreibt man nicht. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Was? Ja, aber unbezahlt, ha? Keine Ahnung, ob ich die überhaupt bezahle, aber trotzdem. Du wirst von deinem Urlaub abgezogen. Nicht, dass du Urlaub hast, aber hey. So, was haben wir jetzt irgendwie noch alles Schönes, ha? Ja, das mit Poppy. Was müssen wir irgendwie machen? Nice, ja. Ein Schlüssel, das ist auch scheiße. Ich will das irgendwie weghaben. Na gut, aber egal. Ich mache jetzt wieder Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.